Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch mal Spaghetti Carbonara. Das Einzige, was wir so ein bisschen abändern, ist einfach die Nudeln, weil die habe ich schon da fertig gekocht. Weil normal nimmt man sie aus dem kochenden Wasser und dazu ein bisschen Nudelwasser nachher zu den Carbonara. Ich habe mir ein bisschen Salzwasser gemacht und dann geht das auch. Aber das sind dann Nudeln, die ich nach hatte. Und ich hatte noch Bruschetta, das ist der Käse hier. Den braten wir uns an. Kommt darauf an, wenn man nicht so viel Fett haben will, dann lässt man Olivenöl weg, weil eigentlich hat er genug Fett. Aber so ein klein bisschen mache ich mir mit rein. Und darin braten wir an. Die Zutaten, genau, ganz wichtig. Spaghetti, frisch gekocht am besten. Wie man Spaghetti kocht, habe ich im anderen Film, könnt ihr auch gucken. Dann Bruschetta, Parmesankäse, Ei, Salz, Pfeffer und eine Prise Muskat. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen so Chili dazu, aber nur aus dem Grund, weil ich das gern pikant mache. Aber sonst, das wäre dann so Spaghetti. Wenn ihr die deutsche Variante macht, dann macht ihr das schön mit Sahnesoße. Aber wir machen heute die italienische Variante und darum nehmen wir dann keine Sahne. So, das ist die Chilischote. Ich habe mir jetzt den Speck ein bisschen geschnibbelt, den halbiere ich mir einmal, also damit ich nicht ganz so kleine Stücke da habe. Und dann braten wir den einfach an. So. So, dann habe ich mir eine Schüssel mit Nudeln heiß gemacht. Aber da kommen wir gleich zu. Jetzt müssen wir erstmal einen Moment warten, bis das anbrät. Dann nehmen wir den raus. Dann werfen wir da ganz kurz die Nudeln rein. Schwingen die noch einmal durch. Damit wir das Öl damit rauskommen. Und dann kommt das in der Schüssel mit Eier und Parmesan. Dazu, da das für mich ist, nämlich 2 Eigelb. Das reicht. Das mache ich mir hier über das Waschbecken. Das Eiweiß bewahre ich mir auf. Mache ich mir einfach morgens zum Frühstück mit Spiegelei. Natürlich ohne das Gelbe. Aber so braucht man das nicht wegwerfen oder man macht Eischnee davon. Jetzt weiß ich gar nicht, warum ich das in der kleinen Schüssel gemacht habe. Aber na gut, dann fülle ich das gleich um. Oh, der riecht jetzt schon. So, jetzt kommt das, was nicht damit reingehört in der Spaghetti Carbonara, aber was ich reinmache, weil ich das liebe. Jetzt schneide ich mir erstmal so ein bisschen Chili runter. Dann reibe ich das denn so. Ein bisschen. Ich mache das mal. Hier habe ich ein Stück Papier, damit ihr das auch noch mal seht. Chilischote einfach so rein. Und dann kommen die Körner da alle raus, seht ihr? Den Rest mache ich über das Waschbecken, weil da geht das wesentlich besser. Ich wollte das nochmal so zeigen, weil da kommt noch das 5-fache mindestens raus, was eben war. Und dann ist die Chilischote nicht ganz so scharf. So, jetzt müssen wir das ein bisschen runter machen. Weil der soll ja nicht verbrennen, der Bruschetta. Der soll mir ja nur Geschmack abgeben. So, jetzt machen wir noch beide die Chilischote. Der spritzt aber ganz schön so. Die Chilischote mache ich mir mit rein. Das ist eigentlich schon so ziemlich das Ganze, was angebraten wird. Hier haben wir dann noch so ein bisschen Nudelwasser. So, dann mache ich jetzt einfach Pfeffer drüber,
Mit Salz müsst ihr aufpassen, wie salzig das Ganze wird. Der Rührer ist wieder unterwegs. Und dann holen wir den Speck mal raus. Probieren wir mal, wie salzig. Das ist nicht so salzig. So, jetzt machen wir die Nudeln rein, aber die will ich nicht groß braten. Die will ich nur heiß machen. So. Hier mache ich jetzt die Eier rein. Und den Parmesan. Das mit Käse und so müsst ihr so ein bisschen selber entscheiden, wie viel ihr braucht. Dann rühren wir das schön durch. So, da das mache ich so ein bisschen Nudelwasser rein. So, jetzt wäre Petersilie noch ganz gut, aber die habe ich nicht. Die könnte man noch mit reinmachen. Oder in den Basilikum. Das könnt ihr auch machen. So, jetzt kommt der Speck da rein. Das Nudelwasser hatte ich ein bisschen Salz mit dran. So, ich will die nur heiß haben. Die flutschen einfach noch schön. So, jetzt kommt das einfach hier rein. Und dann rühren wir das schnell durch. Und hier. So, ich brauche jetzt noch was Grünes und ich nehme jetzt Basilikum, aber nur weil ich keine Petersilie habe, sonst hätte ich Petersilie genommen. Und dann ist das die Spaghetti Carbonara, so wie ich sie mache. Und ich sage, wenn ihr jetzt ganz frische Nudeln habt, nehmt ihr sie gleich aus dem Topf rauf und dann in der Schüssel hier rein. Dann sind sie auch richtig schön heiß. So, jetzt muss ich einmal probieren. Bisschen Pfeffer noch. Pfeffer und Salz müsst ihr natürlich nach euren Geschmack machen. Bisschen Salz. Das hat dann eine schöne Konsistenz und auch eine schöne Cremigkeit. Das richten wir den kleinen Tropfen noch. So. Voilà. Und jetzt richten wir uns das an. Dafür nehmen wir uns einen Pastateller. Ne, oder ich nehme einfach den grünen hier. Den habe ich mir eben noch mal heiß abgespült, weil sonst wäre er ganz kalt gewesen. Und das ist natürlich, was auch nicht sein muss. So, dann wollen wir mal anrichten. So, einmal noch. Dann würde ich noch ein bisschen was fürs Farbspiel tun. So, voilà. Jetzt machen wir noch ein bisschen Parmesankäse rüber. Dann haben wir Spaghetti Carbonara fertig. Ich kann euch nur sagen, Freunde, meinte ich,
Das ist richtig lecker. Wir gehen jetzt noch mal nah ran. So, jetzt könnt ihr hier sehen, Spaghetti Carbonara à la Ariel, aber so wird das eigentlich auch gemacht. Nur, dass ich die Nudeln schon da hatte und sie verwerten musste. Ich kann nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen, wünscht euch euer Ariel. Schnelles, einfaches Gericht. Ihr könnt das auch ganz normal mit Bacon machen, aber so italienische Gerichte, italienische Zutaten, das passt schon. Okay, bis dann und tschüss.